Zurück und zwar zu dem letzten Match für heute, und das wäre das dritte. Fnatic gegen Meet Your Makers, und wir sind schon fast im Draft angekommen. Ja, möchte ich natürlich nichts verpassen, und jetzt benutze ich meinen Radiant Team gegenwärtigen Ban. Supertrick an, damit ich mein Overlay gleich nicht vergesse. Ich gebe mein Bestes. Tja, Fnatic gegen Meet Your Makers. Ich habe eigentlich schon Favoriten, aber ich möchte ja als Caster Ten eigentlich seconds neutral bleiben. remaining. Und von daher enthalte ich mich mal mit der Meinung. Nichtsdestotrotz haben wir zwei Namen mit hohen Rängen. Radiant Beide sehr Team bekannt. Ban. Meet Your Makers zurückgekehrt ins Competitive, und die versuchten hier so ein bisschen was auf diese Beine zu stellen. Haben das alte Mousebots-Lane-Up übernommen. Und tja, mal schauen. Wünschen den Jungs auf jeden Fall alles Gute. Ten Ich seconds persönlich muss auch remaining. so ein bisschen auf der Seite sein von Meet Your Makers. Five Ich seconds habe gerade gesagt, ich muss remaining. neutral bleiben. Ja, Mann, Gott, ich habe halt viel mit den Manager von Meet Your Makers zu tun. Gruß an Nestlick, Radiant Team falls Pick. er zuschaut. Und ja, Axis kenne ich auch so ein bisschen. Den habe ich schon zusammen gezockt im Public. Und naja, Axis ist meiner Meinung nach auch ein sehr talentierter Spieler. Und tja, mal schauen, mal schauen, mal schauen. Nichtsdestotrotz haben sie Fnatic als Gegner, und Fnatic ist ein sehr solides Tier 2 Team. Radiant Also Team denen erstmal Pick. was vormachen, das wird relativ schwer, und wir haben hier schon gut was in dem Draft zu sehen bekommen. Bans und Rose, hier haben wir Visage, den Dazzle auf der Fnatic Seite, auf der Meet Your Makers Seite haben wir tatsächlich den Io raus. Wow. Ja gut, Fnatic spielt den Ultra gerne. No-Tail, ich glaube No-Tail spielt den immer. Der lässt sich das nicht nehmen. 10 Tja, und seconds dann haben wir noch die remaining. Nagaseren gepickt worden. Five Lycanthrope für seconds Fnatic remaining. und Acing Operation. Ich hatte das vorhin schon angesprochen. Lycanthrope ist richtig beliebt, Radiant Team und Ban. der kann ja, der kann halt viel machen, viel pushen. Und auch gerade gegen sowas wie Invoker, der dann mit einem EMP spammt und so, klar, das macht ein bisschen Damage. Aber der Held ist nicht so mana-lastig. Da muss nur einmal die Ulti raus, vielleicht mal Wölfe und Howl 10 an. seconds remaining. Und der Rest interessiert ihn eigentlich gar nicht. Von daher ist es Five relativ cool. seconds remaining. Split Push ist gegeben. Muss man aber auch ein bisschen vorsichtig sein Reserve gegen den time. Bad Rider. Der Bad Rider wird wahrscheinlich an Ace gehen. Und somit sehen wir Axis auf den Invoker. War das gestern? Oder vorgestern? Ich glaube, vorgestern war das. Da habe ich Meet Your Makers schon mal beobachten können. Und zwar war ich da zu Fanatics Gast bei turn to Netolic ban. auf dem englischen Stream. Da habe ich den Concast Radiant gemacht. team ban. Und da hat ja, Axis auch eine Woche gespielt gegen Shadowfiend in der Mitte. Und Alter, der hat den sowas von vermöbelt. Das war richtig gut gespielt von Axis. Ich glaube, letztendlich haben sie das Game zwar trotzdem verloren, aber wow, also echt Respekt an Axis. Fanatics Spielt turn richtig to gut. ban. Der weiß ganz genau, was er macht. Oh, Sladar ist raus, Venomancer ist raus und Nyx Assassin. Werden wir hier auch nicht sehen. 10 seconds remaining. Ich bin mal gespannt, ob sowas vielleicht wie ein Chen Five rüberkommt von seconds No-Tail. remaining. No-Tail spielt ihn super gerne. Alles, was Micro hat. Kann man auf jeden Fall erwarten. Selbst, ich habe es gerade schon im Chat angesprochen, Fanatics turn to pick. selbst Meepo wäre hier jetzt nicht abwegig, weil ich weiß, die haben damit experimentiert, Radiant Meepo als team Support zu pick. spielen, aber es schaut einfach im Moment nicht so danach aus. Wir haben jetzt hier einen guten Setups dann mit der Vengeful Spirit, um das Cold Feed eventuell gut abzukriegen, so dass man den in den Stun Lock reinkriegt. Cold Feed macht zwar Damage, aber stunt nicht gleich. Dafür muss man ihn in einem gewissen Radius behalten, und wenn er diesen Radius nicht überschreitet, dann wird er hundertprozentig gestunt. Da muss man mal schauen. Mit Lykan wird es dann doch ein bisschen 10 interessanter. seconds Also es remaining. ist doch schon relativ schwer. Sand King für Meet Your Makers. Und den spielen sie Fanatics auch im turn Moment to pick. relativ oft. Der Held scheint ihnen zu liegen. Und Sand King finde ich im Moment im Meta, ja, von diesen Support-Helden einfach am stärksten. Jetzt mal Bad Rider ausgenommen. Ich meine jetzt einfach nur Supports, die so ja wirklich auf der Tri-Lane sind. Sand King geht stacken, dann geht er vielleicht ganken,
dann geht er wieder stacken und dann farmt er das ab mit dem Sandstorm. Und dann hat er einfach mal eben so ein, weiß ich nicht, 12 Minuten Dagger oder so. Das ist halt schon relativ relativ krass, weil Reserve Time. Der Blinkdagger kostet kein Mana mehr, somit kann man die Mana Boots überspringen und man hat trotzdem einfach ein Epicenter und ein Barrel Strike. Das ist einfach so immens cool. Und mir gefällt dieser Change immer noch auf dem Blinkdagger, dass er kein Mana mehr kostet. Fnatic ist dran. Wir suchen jetzt hier noch eine Offlane und einen Mid-Hero, würde ich mal behaupten. Tja, und Fnatic, ich glaube, das Team kennt jeder. Auch ich weiß, dass heute hier ein paar neue Zuschauer sind. Und die eigentlich ursprünglich von Horn rüberkommen. Und ja, selbst denen ist Fnatic bekannt. Fnatic war früher ganz groß im Geschäft, was Horn anging. Haben da eine Menge abgestaubt. Und ich muss einfach ehrlich sagen, die haben einfach dieses Lane-Up schon seit Ewigkeiten und das gefällt mir an diesem Team. Die spielen schon seit Ewigkeiten so zusammen unter diesem Roster und da verändert sich auch nichts. Das ist richtig cool. Und ich habe mal ein Interview von NoTail angeschaut. Radiant Team Pick. Und da hat er selber gesagt, ja, was macht uns zum Tier 2 Team? Und zwar ist es einfach, dass es an manchen Tagen ownen die einfach alles. Und dann gibt es aber auch öftere Tage, genauso hat er es ausgedrückt. Fnatic's turn to ban. Da spielen die einfach scheiße. Auf gut Deutsch gesagt so. Und da gebe ich Fnatic, da gebe ich NoTail auf jeden Fall recht. Fnatic ist ein gutes Tier 2 Team, aber sie könnten eigentlich besser sein. Sie könnten eigentlich unter den Top Teams mitspielen. Und das würde ich ihnen auch auf jeden Fall gönnen. Remaining. Die waren auf dem letzten International waren die auch vertreten. Remaining. Da sind sie sogar durch die Vorrunden richtig gut durchgekommen, haben sehr viele Wins Reserve für sich time. Kriegen können, aber dann hat es im letzten Ende in den Playoffs dann doch nicht mehr gereicht. Schade eigentlich. Wir haben jetzt hier einen Morphling für Meteor Makers und den spielen sie auch gerne. Seitdem der jetzt wieder gechanged wurde, ist der auch durchaus spielbar. Es war eigentlich nur ein kleiner Change, Radiant aber Team Ban. Mit Effekt. Das wurde damals rausgenommen, jetzt wurde es wieder reingepackt. Und zwar in der Waveform kann man jetzt einfach wieder attacken und casten. Und das ist immens wichtig, damit man die E-Blade-Kombination, also diese Shotgun, einfach gut umsetzen kann. Das heißt, man wavet einfach rein, während der Wave, bevor die trifft auf den Gegner, kann man das E-Blade reinhauen. Somit kommt der Bonus-Damage rüber. Dann einfach mit einem Adaptive Strike nochmal finishen. Entschuldigung, ich musste gerade aufstoßen. Somit ist das schon fast ein Safe-Kill. Wenn man dazu was auf Acing Operation oder Vengeful Spirit macht, sind remaining. Die definitiv down. So viel Agi-Gain wie ein Morphling kriegt. Five seconds und Ethereal Blade basiert ja auf dem Main-Attribut, was Radiant man da raushaut. Team also, pick. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Stärkeheld ist, Ethereal Blade benutzt, dann macht das Plus-Damage. Und zwar irgendwas mit 2 noch was. Ich muss das gleich mal nachschauen. Und dann wäre das in dem Fall halt einfach die Stärke, die wird dann dafür benutzt als Wert. Bei Morphling ist es dann natürlich die Agilität. Morphling kriegt so viel Agilität, das ist halt extrem krass. Ja, wir haben ja dann noch den Doombringer und den Storm. Also Doombringer kann richtig gut helfen gegen den Invoker, gegen Morphling, dass er sich nicht hochmorphen kann oder sonst was. Die Ulti ist einfach so immens stark. Dann haben wir den Storm Spirit, um irgendwelche Pickoffs möglich zu machen. Und für Meteor Makers der letzte Support soll der Rubick sein. Wieso dauert das immer so lange, bis der Screen switcht? Mann! Ich bin gespannt. Wie gesagt, ich habe meine Favoriten, aber ich behalte sie geheim. 10 seconds remaining. 10 seconds remaining. Also werfe ich nochmal einen letzten Blick in den Chat rein und Ex ist bester Mann. Jawohl, Aniki, da kann ich nur zustimmen. Das ist wirklich so.
Der Typ muss immer die Plays machen, so nach dem Motto, dann können wir auch mal gewinnen. Prepare for Fangen wir battle. An mit dem Lane-Up von Meet Your Makers. Und zwar haben wir Ace auf dem Batrider auf der Top-Lane. Dann haben wir Axis, wie schon angesprochen, auf dem Invoker in der Mitte. Mini wird hier den SK spielen auf der Bottom-Lane. Crit spielt den Rubik auch auf der Bottom-Lane. Und also das ist auf der Bottom-Lane, haben wir hier Unicorn auf dem Morph-Lane. 5-Mann-Rotation hier vom Fnatic, No-Tail. Hat hier den Ascent Operation, Error, hat hier den Lycanthrope, dann haben wir Honey, der höchstwahrscheinlich in die Mitte gehen wird, anders würde es mich ein bisschen wundern, auf dem Storm Spirit, Trixie wird dann auf der Offlane sein anscheinend, oder auf der Safelane, je nachdem wie man das setzen will, mit dem Doombringer und last but not least haben wir Fly hier, 30 mit seconds der Spirit. To battle. Viel Warding, gute Wards, guter Sentry hier, blockt das Camp für 4 Minuten und ja, der blockt nichts, da wollten sie nur gucken, ob dann Ward vielleicht gesetzt wurde und hier haben wir auch nochmal einen guten Observer Ward, gibt natürlich keine Sight hier in diesem Areal, aber es ist auch nicht unbedingt so schlimm, so ja, wenn man den halt hier irgendwo hinsetzt, dann ist es so offensichtlich und dann wird er schnell gewordet und dann hat man da auch nicht mehr viel von, so hat man ein bisschen Vision, zumindest über diesen Spot. Da weiß man, was da passiert. Und, naja. Da wird ein Ward gesetzt von Meet Your Makers und wir sind ready to go. Mitte treffen die Creeps ein. Honey hat das geschafft, tatsächlich den Archer nach vorne zu lassen. Somit, pusht Axis ein bisschen mehr die Lane raus. Aber Honey nuked schon relativ viel, jetzt pusht er wieder. Also Block zunichte gemacht. Und Invoker sollte eigentlich relativ gut stehen gegen den Storm Spirit, aber sobald dieser Storm Spirit die 6 hittet, lebt er dann doch schon relativ gefährlich. Und ich denke mal, Honey wird hier versuchen auf einen Orchids zu gehen und oben haben wir ja tatsächlich Trixie Safe Lane gegen Ace. Sollte da auch relativ gut stehen. Nichtsdestotrotz ist das Sticky Napalm einfach nur annoying. Und Mini kriegt da schon ein bisschen Damage. 3 Right-Clicks. Das ist einfach schon mal ein guter, kostenloser Damage, den man rausgehauen hat. Cold Snap. Aber Axis kann dann 2 Hits anbringen. Na gut, auf dem Level wären es dann auch nicht viel mehr gewesen. Und das Howl hilft natürlich dem ganzen Team aus. Guten Harris unten wird gerade angegangen und zwar Fly. Wow, 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 wow. Aber Unicorn kriegt den Damage nicht raus. Muss er jetzt hochmorphen und rausgehen. Jetzt kommt nochmal der Barrel Strike, aber kein Follow-up. So, doch, der Follow-up war nochmal da von Crit. Und somit kriegt er das First Blood. Gut gespielt von Meet Your Makers. Hätte ein bisschen besser sein können. Ich glaube, Unicorn hätte nochmal ein bisschen Boards zeigen können und ein bisschen weiter reingehen. Aber, jetzt ist es trotzdem. Boah, der hatte gerade 10 Stacks drauf. Armer Trixie. Oh mein Gott. Rune ist oben gespawnt, das ist eine Double Damage und die wird sich wahrscheinlich Honey gleich gönnen. Ja, und Axis will das gleich contesten, gleich einen Cold Snap rein, aber er weiß ganz genau, das reicht nicht. Gutes Uphill von ihm, damit Axis einfach die Vision verliert. Somit kriegt er die Double Damage und tja, schauen wir uns den Farm an. Batrider hier. Ace, einen sehr guten Farm mit 12 CS gegen 8 zu 0, also 4 CS im Vorteil. Ist nicht die Welt, aber ist immerhin ein bisschen was. Und jetzt wird Trixie ganz nah rankommen. Aber sobald er sich umdreht, verliert er das eigentlich. Normalerweise müsste er dann ganz manfighten. Verliert aber so dann theoretisch eine Menge XP und das kann er sich nicht leisten. Ist halt schon richtig eklig, gegen den Batrider zu stehen. Boah, diese Turnrate. Oh, das ist. Der ekligste Slow, den es gibt. Tja, auf dem ersten Platz ist jetzt Honey mit der Double Damage natürlich gefallen. Und das ist halt relativ leicht gegen den Quasvex im Poker, die Double Damage in die Lasse zu kriegen. Bottom Lane. Ne, ist noch nichts passiert. Ich dachte schon. Ist eigentlich gerade unten gestorben. Und hier war das ein bisschen bitter für ihn. Ich hoffe, nächstes Game sehen wir irgendwas so mit Micro. Das wäre relativ cool. Das
nicht mal ganz gerne. Oh, 7 Stacks hier auf Trixie und er wird jetzt angegangen von Ace, aber man darf auch nicht zu greedy sein. Kommt dann nochmal ein Sticky Napalm drauf, 8 Marken und es kommt kein TP rein. Von daher müsste es ein Safe Kill sein. Nice, gut gesehen hier bei Ace. Trixie killt einfach auch die Slows, also die Stacks. Und somit ist der einfach ein easy Kill. Wenn da keine Rotation reinkommt, ist schon relativ bitter. Tja, Honey hat jetzt Bottle, Boots, Axis hat seine Face Boots. Unten ist die Rune. Wird contested von Fly und somit will sich Honey die grabben. Aber Crit ist da gerade und Crit kann eventuell was hochliften. Oh, guter Deny hier bei Crit, aber er muss vielleicht mit seinem Leben bezahlen. Nichtsdestotrotz, Mini, guter Barrel Strike auf 2 Leute und nimmt den somit die Luft raus. Also, die Rune wurde contested von Meteor Makers. Radiant's und somit Top Tower ist doch mit seinem Leben bezahlen. Coole Sache. So geht das und so ist es machbar. Und das ja, ist halt ein bisschen ärgerlich für Honey. Hat viel Zeit investiert in eine schlechte Rune. Und somit viel XP off verloren und hat sie letztendlich nicht gekriegt. Somit muss er jetzt Bottle crawlen. Und ja, das ist halt schon richtig eklig. Unten kommt, glaube ich, gerade ein Go. Mini hat gerade was gestunt, ja, das ist gerade auf Cooldown. Und da kam nämlich das Hau raus. Jetzt ist Crit hier. Hat hier so ein ganz gefährliches Positioning. Ich kann gerade nicht zeichnen. Das seht ihr nur auf dem Minimap. Und da muss er aufpassen, dass er da jetzt nicht falsch gecatcht wird. Aber Mini scheint im Fokus gerade zu sein, von daher. Ja, theoretisch kann er da noch rausduken. Ja, der Baum ist da nämlich weg, deswegen ist er auch da drin. Unicorn könnte nochmal, hat eine Wave, Level 3 Waveform. Und, boah, ich habe gerade so einen Schockmoment gekriegt. Overlay. Aber ich hab's doch gerade gechanged. Mann, ich hab schon Paranoia, deswegen. Mein Gott. Ah. Naja. Haben wir eine kurze Pause, ich weiß nicht genau, was los ist. Honey hat gerade gepostet. Achso, wir haben Disconnect, ja klar. Fly ist nicht da. Und das ist natürlich relativ eklig. In einem Go, ein Fly, der nicht da ist. Fly hat Level 2, Notail hat Level 3. Das Codefeed ist auch schon raus. Das ist auch gar nicht mehr auf Mini drauf. Telekinesis ist auch schon Cooldown. Crit ist nämlich auch ein Level 2. Aber Unicorn, wie gesagt, Level 5, hat schon eine Waveform Level 3 und das ist ein 250er Nuke. Wenn wir uns jetzt mal Notail anschauen, der hat noch 333 HP, 2 Hits drauf, einmal Mini, einmal Morphling und eine Waveform, der ist tot. Also theoretisch, also ja, eigentlich schon. Ich würde vermuten, dass jetzt Meteor Makers hier in einer stärkeren Position ist. Wahrscheinlich wird Mini jetzt gleich ein eine Missile abkriegen, Magic Missile, und dann eventuell sterben. Aber das ist auf jeden Fall die Trade Kills zu holen. Ja, Trixie hat sich ein bisschen was angefarmt, hat einen Orb of Venom. Ich weiß noch nicht, was er mit diesem Orb of Venom machen will, weil Ace hat mittlerweile so viel Advantages durch den Kill und nah genug rankommt, tut er eh nicht an den Bad Rider. Irgendwie, keine Ahnung. Trixie macht das schon. Ich vertraue in ihm. Assets technisch Mitte ist in favor immer noch für Honey. Wow. Trotz der Rotation. Das ist relativ interessant. So, ja. Während der Pause kann ich gerne nochmal auf Channel selber nochmal aufmerksam machen. Und zwar, wenn euch das gefällt, was ihr hier alles seht, dann könnt ihr gerne followen. Einmal über Twitch oder einmal über Twitter. Twitter, der Link ist unten bei dem dicken Symbol. Und demnächst wird auch nochmal YouTube eingeführt, denn meine Videos werden schon seit ein paar Tagen hochgeladen, aber ich habe hier immer noch nicht den Link drauf gesetzt. Da könnt ihr dann natürlich auch alles Verpasste nochmal wiedersehen. Aber auch ohne den YouTube habt ihr das alles in den Highlights. Da könnt ihr dann auch einfach nachschauen. Und dann verpasst ihr da auch nichts. Meine ganzen Pannen und so. Ich verspreche, das wird besser mit einem zweiten Monitor. Das passt schon dann. Naja. Tja. Fly, wo bist du? Hm.
Dieser Batrider ist ein bisschen im Boden. Sieht schon ein bisschen cool aus. Kann ich die Kamera muten? Nee. Aber der Doombringer sieht natürlich extrem geil aus. Ist einer der besten Artworks, also zumindest von den Standarddingern. Ja, sieht auf jeden Fall richtig cool aus. Und der hat auch dieses coole Schwert, das habe ich auch. Wie heißt das nochmal? Molten Fracture oder so, ja. Auf jeden Fall relativ cool. Ja, so ist das. Jetzt muss ich nur eine andere Lane finden. Gehen wir mal Mitte und machen die gleiche Schuhe nochmal. Dann sehen wir hier einen coolen Invoker. Der gar nichts sehen kann durch seine Kapuze. So ein Gangster-Hoodie hier. His power went, ja? Wo ist es denn hingegangen? Okay, der scheint irgendwie einen Stromausfall zu haben. Schauen wir uns einfach nochmal den Stormy an. Kann auch ein bisschen abnehmen, der Typ. Achso, ich bin gar nicht auf dem Storm. Moment mal. Ach, ist egal. Ich kann ihn nicht anklicken. Doch jetzt. Hat Valve auf jeden Fall eine gute Arbeit gemacht. Die ganzen Charaktere haben auf jeden Fall. Sind alle ein Unikat und sind gut animiert, auch von dem Voice her. Jetzt gucken wir uns mal die Bottom Lane an, weil wir nichts anderes zu tun haben. Ich schaue aber vorher noch mal kurz in den Chat rein. Ja, das Overlay. Ich hab dran gedacht. Ich geb mir Mühe. Nein! Das war falsch. So, jetzt nochmal. Jetzt nehmen wir Fly hier. Oh, der ist da irgendwie so im Getümmel, das sieht voll uncool aus. Aber SK hier voll am Blätter aufstauben. Mein Gott, machst du einen Dreck. Irgendwie ist die Ventures. Was ist das denn? Das sieht ja geil aus. Der ist mit dem Kopf in SKs Schwanz. Okay. Und irgendwie macht die da irgend so eine. Weiß ich nicht. Das sieht ja total cool aus. So wie Dreck wird hier aufgewirbelt, aber das sieht schon relativ geil aus eigentlich, ja. Anders kann man es nicht beschreiben. Lykantroph hier, unser Transsilvanier. Hat sogar leuchtende Augen gerade. Ich glaube, das ist wegen dem Hall. Tja, was die Dota Engine alles ein bisschen hergibt, ist doch schon eine coole Sache. Und da hinten, ne? Da hinten ist er, der Stalker. Da haben wir den Rubik. Das sieht aus, als würde er so im Gebüsch hocken und erstmal so checken, was da abgeht. Das ist echt cool. Ja, so kann man seine Langeweile auch vertreiben. Sorry, dass die Pause so lange dauert, aber da kann ich leider nichts machen. Das sieht auf jeden Fall cool aus. Das wäre schon fast ein Screenshot wert. Ich glaube, ich mache auch einen. Habe ich jetzt einen gemacht? Jetzt habe ich einen gemacht. Der Sound war da. Nice. Ah, Crit Hiding in the Woods nenne ich das. Ist auf jeden Fall relativ cool. So, genug Spielerei. Wo ich eigentlich die Morphling nicht hatte. Aber, naja. Geht das auf den Roshan eigentlich auch? Moment mal. Nein! Roshan anklicken. Jetzt. Ja, das geht. Tatsache. Boah. Geht auf jede Unit. Aber irgendwie ist dieser Zoom ein bisschen zu groß. Boah, sieht er nicht gefährlich aus. Dem will man nicht fighten. Der hat sogar ein Schwert im Bein. Also, der steckt einiges weg, der Kerl. Oben hat er auch noch was drin. Da ein paar Speere. Ich glaube, Legion Commander war schon mal hier drin. Sieht ganz danach aus. Ja, die Pause hält an und hält an und hält an. Wir können nur hoffen, dass Fly gleich wiederkommt. Kann man nicht viel machen. Roshan ist Level 30. Tja, komm auf dem sein Level. Dann sei der gut. Schauen wir uns Items an. Was haben wir denn? Wir haben 1, 2, 3, 4, 5. 5 Boots gegen 3. Das ist unfair. Also ich würde sagen, Medium Makers, die haben besser gespielt. Auf jeden Fall.
Die haben 5 Foods. 5 Foods Strategy, die wirkt. Theoretisch wäre jetzt so ein Zeitpunkt, wo ich einfach Musik einspielen lasse, aber ich. Nee, ich lasse es einfach. Ich hoffe, das dauert jetzt nicht allzu lange. Irgendwie Stromausfall kennt man ja, das kann ein bisschen dauern. Und da muss man einfach geduldig sein. Die Spieler sind es auch. Okay, der ist bald wieder da. Nice. Good job. Tja, nichtsdestotrotz vermissen wir Fly immer noch und ich kann ja mal so ein bisschen drauf eingehen, wie der Spielverlauf eventuell sein könnte. Also beim Doombringer ist es halt immens wichtig, ja, gut Farm zu kriegen, was nicht der Fall ist im Moment, und ja, das Doom muss halt einfach gut sitzen. Ansonsten verliert er so ein bisschen an Wirkung. Storm Spirit ist immer effektiv. Kann gut reinjumpen, muss aber auch aufpassen. Axis würde höchstwahrscheinlich auf den Orchids gehen, das macht er ganz gerne. Ja, und overall sehe ich da eine Menge Push von den Lycan, auf jeden Fall. Vielleicht sogar ein Early Roshan, mal schauen. Während der Zeit wird wahrscheinlich Unicorn einfach farmen, und wenn man den zu lange farmen lässt, dann kommt einfach irgendwann mal die Shotgun. Und das ist dann doch schon relativ eklig. So, jetzt ist Fly wieder drinne. Wir können wieder weiter loslegen. Wie gesagt, tut mir leid, dass die Pause so lange dauert, aber da kann ich nichts für, da habe ich keinen Einfluss. Und das Go ist gegeben. Weiter geht's. Oh, ich bin wieder stark angegangen, jetzt das Lassu. Ace hat das nämlich instant benutzt, einfach scheiß drauf. Kommt aber kein Damage rüber. Er hätte vielleicht noch erstmal ein paar Stacks. Ein bisschen patient sein. Scorch Earth ist aktiviert. Flamebreak zieht ihn noch ein bisschen zurück. Aber das Firefly, das müsste gleich auslaufen. Ja, das dauert nicht mehr lange. Und somit kriegt Ace auch nicht den Kill. Doch, der kriegt den Kill. Wow. Komm, Ace, noch einer. Ja, Tatsache. Ownage. Unten ist nämlich auch währenddessen, glaube ich, was gestorben. 5:0 für Meteor Makers. Spielen gerade richtig gut. Und ich habe mir sagen lassen, Meteor Makers hat letztens gegen Netolic auch. Also in Netolic auch gegen Fnatic gespielt und gewonnen. Was für mich ein bisschen überraschend klingt, aber okay. Noch ist nichts gewonnen für Meteor Makers. Es sind zwar 5 Kills ahead, ist ein gutes Stück an Advantage, aber nicht die Welt. Mein Problem an der ganzen Sache ist einfach ein Lycan. Der ja, auf der Trailing ist, dann hätte man einfach vielleicht den Doombringer rauslassen können und Lycan einfach gegen den Batrider setzen. Das wäre genauso effektiv gewesen. Vielleicht aber irgendwas Stärkeres. Somit hätte man dann Dual Core, Triple Core sogar an Heroes gehabt. Und jetzt kommt oben die Rotation. Die wollen einmal Ace tot sehen. Honey mit der Double Damage hat auf jeden Fall das Killpotenzial. Und dann müssen wir mal schauen. Ist das Doom ab? Das Doom ist ab. Jetzt kommen sie ihn angesprungen, Wetter. Da kommen instant die TPs rein, zumindest eins. Das Doom ist da und Ace müsste das eigentlich noch überlegen. Jetzt kommt Crit, hat das die Chinesis, aber Honey will ihn einfach rightklicken. Der hat auch nicht den Tower Harris auf sich, von daher sollte das durchaus möglich sein. Lasset holt sich, nee, Trixie holt sich den Kill. Und Trixie schützt ein bisschen Honey, damit er gut rauskommt. Mini ist ein bisschen zu spät reinrotiert. Wäre der früher gekommen, dann hätte das Ganze ein bisschen anders ausgesehen. Jetzt will er nochmal irgendwie. Ja, kann er nicht machen. Jetzt hat eine volle Creepwave an sich. Und jetzt steht Unicorn gegen Fly. Und das ist natürlich nicht so das, was wir wollten. Exist war hier gerade auf der Suche nach einem Kill.
Hat aber dann nichts gefunden. Also auch Rotation bei ihm. Und Notail grapscht sich gerade ein bisschen so XP und Gold in der Mitte. Tut ihm natürlich auch gut. Und Kill XP. Wo? Yeah, und, baby. Ah, oh, dammit. Fly. Ist da down gegangen. Na klar, mit der Waveform Level 4 stirbt er auch ganz schnell. Selbst Mini holt sich, versucht jetzt ein bisschen Farm zu holen. 6-2-1 steht das jetzt gerade hier für Meteor Makers. Spielen das gerade sehr solide runter. Wenn sie den guten Start ausbauen können, dann ja, sollte ihnen eigentlich viel im Wege stehen, das Game zu gewinnen. Nichtsdestotrotz ist es ein Two-Game-Series. Was auch immer. Nicht ernsthaft, sondern eine Serie. Ich hab's, glaube ich, ein bisschen falsch ausgesprochen. Aber das ist schon okay. Ja, das ist nicht so üblich wie bei den anderen Turnieren, dass du ein Best of One hast oder Best of Two. Oder Best of Three oder wie auch immer, Best of Five. Sondern es ist einfach, es werden zwei Games gespielt und dann wird danach gewertet. Technisch ist Unicorn ganz weit oben, hat jetzt auch natürlich eine Menge Freiraum gekriegt durch diese Rotation von Top Tower is under attack. Und auf dem zweiten Platz haben wir dann doch noch ist mir der Name entfallen, Error. Auf dem dritten Platz haben wir tatsächlich Tracy, das ist relativ interessant. Der ist zweimal gestorben, hat doch so viel Farben rauskriegen können, also Respekt. Dann der Bad Rider, 35, ja gut, Doomring hat ihn gerade so ein bisschen überholt, gerade so. Und Ace will natürlich jetzt seinen Dagger erstmal finishen, ist jetzt hier im Wald, holt sich die Stacks ab, einfach mit dem Firefly mal hier so hochfliegen, eventuell da noch so ergänzen oder so. So kann man ganz schnell drei Spots farmen. Hat 1900 Gold, hat sogar eine Bottle und Tranquil Boots. Also diese zwei Kills haben ihn auf jeden Fall sehr gut getan. Und der Dagger ist nicht mehr weit und somit will er auch nicht so schnell sterben. Das sollte passen. Honey, aber... Nee, das ist ein Wort von Fnatic. Vielleicht ist es bewusst. Er gibt sich gerade ein bisschen selber Zeit. Denn diese Spirits, die geben Zeit und zwar... Steht das hier in der Description drin? Ja! Nein, steht nicht. Ani hat eine Double Damage. Dip, 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 dip. Nein, steht nicht. Schade. Auf jeden Fall gibt das ein bisschen Zeit und hätte ja sein können, dass da jemand an Spot ist, um einen schnellen Pick-off möglich zu machen, aber war nicht der Fall. Smoke by Fly. Gucken, wird das ein Roshan? Wahrscheinlich. Wir haben zwei Punkte in Wave of Terror, das heißt, das sind minus 4 Arme. Darian. Nicht, aber ein Blatt in das Offering. Daher sollte es durchaus möglich sein. Und es wird, glaube ich, nicht gesehen von Meteor Makers. Denn auf drei Lanes, nee, auf zwei Lanes zumindest, sind Helden vertreten von Fnatic und das macht das Ganze so ein bisschen undurchsichtig. Man sieht, der Damage ist auf jeden Fall da. Der Lifesteal ist auch sehr, sehr gut. Over here now. Honey joint rein. Oh, der Tornado. Gerade so. Gerade so. Eiges geht an Immortality is mine. 11 Minuten 20 Sekunden haben wir hier ein Roshan gelegt von Fnatic. Und das hilft ihnen auf jeden Fall ein bisschen aus. Und ich finde, das ist eine gute Wahl, dass Honey einfach das Aegis kriegt, weil der doch relativ anfällig gegen so Bad Rider ist. Oder gegen diesen ganzen Disable, den Meteor Makers hat, wie Telekinesis oder Burrow Strike. Denied! Jetzt das Firefly. Ace will da rein, hat das Blinkdagger und holt sich Trixie ran. Da kommt ein TP, gerade von No Tail. Reicht es? Keine Ahnung. Telekinesis und nochmal zurück. Kann der Damage angebracht werden? Nein, es reicht nicht. Da kam noch ein Hit raus, aber. Scorch Earth macht ihn einfach zu tanky gegen Physical Attacken. Somit überlebt er. Ace wollte dann nochmal aggressiv reingehen. Earthstrike ist auch wieder ready. Ich weiß nicht, wieso da nicht einfach gerade ein Epicenter kam. Scheiß drauf.
Einfach reinknallen, dann ist er tot. Nein, das ist umsonst. Jetzt Sparrow Strike! Oh mein Gott. So knapp. Also, Ice Blast wird ihn jetzt treffen. Und Unicorn hat immer noch Free Fun. Schauen Sie den Netwizard. 5200 Gold für ihn. Und der hat einen Midas. Wow. Radiant Structures are fortified. Midas, PTs, alles. Der hat alles, was er braucht. Dire's top tower is under attack. Richtig eklig. Aber Radiant's middle tower is under attack. Fängt jetzt an, in der Mitte zu pushen. Und wie gesagt, kann ich Dire's structures are fortified. Dire's top tower is under attack. Definitiv down. Kommt ein TP rein, Fly. Dire's Fly wird instant angegangen. Das war ein bisschen Fehlkommunikation vom Team, denn Fly hat nämlich die ganze Kurve abgekriegt. Jetzt kommt nochmal das Doom auf Access raus und er könnte theoretisch noch droppen. Ice Blast macht den Job. Nice. Also einen guten Konterkill gekriegt. Nichtsdestotrotz ist es fast ein Even Trade. Sie haben einen Kill gekriegt Dire's und die Tower down. Is under attack. Und Unicorn mittlerweile pusht unten auch. So ist es nicht. In der Mitte wurde gerade Mini angegangen anscheinend. Mini selber 1900 Gold. Oh, Mini! Was war das für ein Barrel Strike? Und jetzt kriegt der Cold Feed, kriegt den Slope und geht down. Was war das denn? Och, Mini. Das kannst du doch besser. Weiß ich nicht, was das war. Der hat den Kill gerochen. Einfach zu voreilig gespielt. Hm. Tja, Unicorn. Der artet aus. Hat jetzt, wenn er sich entscheidet, auf einen Early Ethereal Blade zu gehen, hat er jetzt gleich das Ghost Scepter fertig. Das hilft ihm auch so ein bisschen aus gegen den Lykanthrop, falls er von denen zu scharf angegangen wird. Und wow, da wurde gerade ein Storm Spirit gekillt. Zwar war das ein Gang von Crit und Exist. Nice. Exist selber hat. Ja, fast das Orchids fertig. Dauert nicht mehr lange. Regeneration! Regeneration bei Trixie. Der hat selber einen Blink, der wäre sich gerade. Cool, aber der hat hier diese Speed Aura und die hilft da nicht so weiter. Jetzt muss er sich einfach ein Neutral Creep schnappen, was irgendeinen guten Disable hat. Dire's Middle Tower is under attack. Ist doch relativ stark. Letztens habe ich ein Game beobachten können, da war auch ein Doombringer, der hat einen Blink Dagger gehabt, aber der hat sich keinen Neutral Creep irgendwie mit irgendeinem CC genommen. Das war doch schon relativ uncool, weil dann ist der Blink Dagger eigentlich nur noch halb so stark. Und jetzt kommt von AC Initiation und ja, Trixie ist sehr weit weg. Wave macht einfach gerade den Damage, aber Unicorn geht auch nochmal down. Zwei Leute tot von Meteor Mecha, gute Rotation jetzt hier. Honey gut reagiert. Unten Exist haut nochmal die EMP-Kombo raus mit dem Cold Snap und der Tornado finished. Somit 2-2 Trade. Trixie ist rausgeblinkt. Ich weiß gar nicht, warum Trixie so lange gebraucht hat. Wow. Soweit war der gar nicht entfernt. Und Honey braucht noch ein bisschen was für sein Orchids, aber diesen Goldfreiraum könnte ihn eventuell Error beschaffen. Oben wird aber dennoch contested, zumindest von Radiant's Middle Tower is under attack. Ich könnte da nicht viel machen. Dire's Bottom Tower is under attack. Aus, verringert den Damage von allen Minions. Somit zögert er das noch ein bisschen raus. Ace macht einen wirklich guten Job im Moment, muss ich ihm lassen. Und Era wartet da, der Ulti. Er hat Ulti. Und da kommt ein gehasteter Storm Spirit, Honey, holt sich den Kill auf Crit. Nee, letztendlich holt sich den Era mit den Wölfen. Hat Honey gut gesehen, wusste ganz genau, da ist der Kill secured, also kann ich rausgehen, denn da war gerade ein Follow-up-TP. Nochmal sicher gespielt. Das Lassu war nämlich fertig. Ace mit dem Firefly und Honey ist out of mana. Jetzt kommt das Lassu, aber das reicht glaube ich nicht vom Damage her. Und Lykanthrop im Nacken noch zu haben zusätzlich ist nicht das, was Ace sich so wünscht. Somit eigentlich nicht viel passiert. Zwei Low Duration Cooldown Ultis und dann benutzt. Das ist alles halb so wild. Und farmt weiter. Er scheint auf den Linken zu farmen anscheinend. Irgendwie bremst das manchmal, das ist echt ätzend. Keine Ahnung.
Muss mich dran gewöhnen. Fly. Hat nicht viel. Ace hat seinen Forster fertig. Und ich gebe euch mal den ersten Blick wieder auf die Grafen. Oh. Sehen wir für Meteor Makers einen guten Lead? Ist das so trotz alles noch machbar? Comebacks sind immer möglich. Ich habe sogar schon Navi Comebacken sehen aus 30.000 Gold Advantage für das Gegnerteam oder so. Einfach nur besser gefightet. Ja. So ist das. Bin gespannt, was Error sich als nächstes holt. Vielleicht ein Necrobook? Ja, der holt sich ein Necrobook, okay. Wir ein bisschen den Push verstärken und das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Dennoch ein BKB würde ihn auch nicht schaden. Storm hat eine Region gefunden. Okay, und oh, da kann es gleich zum Clash kommen. Honey jumpt da rein. Aber jetzt kommt das Doom. Und zwar ist das auf Ace. Ace kann somit gar nichts machen, ist im Firefly noch da und muss einfach rausrennen. Jetzt kommt hier Error und hat Exist im Fokus, aber der ist so schnell. Und oh, Crit hatte gerade das Doom geklaut und somit geht Honey down. Nice. Währenddessen, Exist hat eigentlich viel Zeit gerade für sein Team gegeben. Konnten sie einfach Honey killen und somit ist nur einer gestorben. Wow. So viel Killpotenzial und es stirbt wirklich nur einer. Structures are fortified. Dire's middle tower is under attack. Was geht Trixie denn jetzt? Vielleicht ein Heart of Trask? Vielleicht ist es auch nur ein Casual Vitality Booster? Man weiß es nicht genau. Mal sehen. Dire's middle tower geht fallen. Down für Meteor Makers. Wow, da kommt Ace nochmal rein mit dem Lasso. Das hat er nämlich ready gehabt, das hat er vorhin nicht benutzt. Und Telekinesis ist auf Fly und dieser arme Kerl geht auf jeden Fall down. Da kann Trixie auch nicht mehr viel machen, hat selber das Doom noch Cooldown. Error kann auch nichts machen, hat auch noch richtig Cooldown. Und Notel muss eh zuschauen. Oben. Gank incoming von Exist. Exist ist Invis und zwar im Ghostwalk. Und mit dem Orchids kann er definitiv den Storm killen. Jetzt kommt das Orchids, Cold Snap und Honey hat nicht schnell genug reagiert. Wir haben gerade den Ghostwalk gesehen und der droppt 100%. Ja, Tornado finisht noch den Job, aber die Hits haben es aber schon gemacht und der Plus Damage von dem Orchids-Effekt wäre auch noch da gewesen. Gut gespielt von Exist, guter Pick-Off. Das ist genau da, wo man, ja, wie soll ich das sagen, wo man Storm an den Eiern hat. In Silence. So ein Early Silence tut ihn immens weh, genauso wie ein Puck. Und alle anderen, die so in der Form, auch Invoker selber, hat da richtig zu leiden, wenn er so ein Silence abkriegt. Oben die Invis und Exist will wieder. Der hat schon wieder fast alles ready. Dire's bottom tower is under attack. Invisibility. Mal schnell Invoke, bevor du Invis gehst, aber okay. Dire's bottom tower geht down für Meteor Makers, zwei Tower für sie, null Tower für Fnatic im Moment. Langsam aber sicher drücken Meteor Makers Fnatic so ein bisschen rein und was gegen machen. Error, eigentlich diese Pushing Power und ja, jetzt gehen sie oben endlich den Tower an. Der wird sogar gerade gebackdoort. Radiant's top tower is under attack. Wir überleben natürlich nicht so lange, weil die Radiant Structures Physical Resistance haben, aber die Necros sollten dann noch den Lasso kriegen. Na? Radiant's top tower has been denied. Somit zumindest ein Tower down für Fnatic, aber der wurde denied. Schauen wir uns nochmal Items an. Vanguard soll es werden, okay. Tricks sind jetzt entschieden noch für einen Vanguard oben drauf. Damit er ein bisschen besser dastehen kann. Necro Level 2 jetzt für Error. Und wir haben sonst nichts Neues. Exist hat das Orc jetzt noch nicht fertig. Doch, hat er eigentlich. Ist das Rezept im Kurier? Nee. Das ist ein Ghost Scepter und zwar für Mini. Ich dachte, das wäre jetzt für Unicorn gewesen. Schauen wir uns mal Unicorn an. Er hat das Lincolns fertig. Und somit wird er jetzt wahrscheinlich auf die Shotgun gehen, weil die ist einfach viel zu effektiv und tja. Es stehen aber auch noch andere Items auch noch zur Auswahl, wie Manta oder Skadi.
Je nachdem, Ace hat da gerade was gegrabt und zwar mit einem Lasso Barrel Strike. Hält nochmal Honey in Position, genauso wie das viele Kinesis sind, damit geht er down. Mini kriegt das Doom ab, wird hier down gechased und geht auch definitiv down. Axis kann da noch ein bisschen aushelfen, der Tornado und guter Deny hier bei Axis. Wow, was ein Play. Sehr gut gemacht von ihnen, aber er wird hier gerade von zwei Helden angegangen und muss zusehen, dass er jetzt hier an Land gewinnt. Und ja, da ist es an seinen Mates, dass sie ihn ein bisschen aushelfen. Mann, was ein Play schon wieder von Axis. Wow, dieser Kerl, ne, der ist so talentiert, das ist so krass. Meine Güte, der macht immer die Plays, immer. Gut, dass man, ja, mal was aus der deutschen Szene zu sehen sieht, was einfach so gut abgeht. Ich meine, Honey ist auch ein Deutscher, aber ich bin Fan von Axis, was die deutsche Szene angeht, ohne Scheiß. Der Typ ist so, der hat so drauf. Tja. Tower wird denied, aber nichtsdestotrotz verliert Fnatic immer mehr an Map Control und das ist ein großes Problem, was ich sehe. Honey blinkt da einfach rein und Axis findet hier schon wieder einen Kill mit einem Tornado. Müsste es noch reichen, der Orkids-Effekt? Nein! 3 HP! Oh mein Gott! Sunstrike! Sunstrike! Ein Punkt in der Exhaust. Ah, der hat noch irgendwo Cooldown. Jetzt aber Sunstrike! Komm schon, Axis, du kannst es! Axis! Täusch mich nicht, Bro. Och, Mann. Kein Sunstrike. Das ist aber bitter. Ich hätte es zumindest probiert. Weil das muss ihnen eigentlich klar gewesen sein, dass er nicht mit viel überleben konnte da. Ah, ist natürlich bitter. Ist wirklich bitter. Man sieht, Orchids ist eigentlich ein sehr ungewöhnliches Item auf Invoker, aber es funktioniert. Man kann eigentlich, ja, somit diesen zusätzlichen Damage, den man braucht, einfach kriegen, um schnelle Pickoffs zu finden. Bin gespannt, auf was es ist als nächstes geht. Und der geht da schon wieder rein. Jetzt hier die Ghost Form, vielleicht ein Sentry von Fly oder ein Dust? Nein. Da kommt das Dust, aber es trifft nicht. Und Axis ist echt on the hunt. Ein Four-Step hat er sich gegönnt, okay. Den hat er eben gerade aber auch schon gehabt. Glaube ich. Orchids dann auf Honey. Wurde Zeit. Ein bisschen verspätet. 24. Minute ist auf jeden Fall nicht das so, was man normalerweise sieht. Und wahrscheinlich haben wir gerade. Die Zeit nutze ich mal eben kurz, um was zu trinken. Also bis gleich. Wird jetzt angegangen, aber es wird contested. Jetzt hat er. Während des Trinkens muss ich hier alles kommentieren. Mini kriegt ein gutes Epicenter raus, aber blinkt da irgendwie wieder raus. Keine Ahnung, was das war. Er hätte eigentlich noch mehr Damage anbringen können. Aber Ace hat ihn jetzt gerade auch noch was killen können mit seinem Lasso. Und Mini, was war das denn? Er hat irgendwie Schiss gehabt von dem Lykantrop anscheinend. Ja. Dyer's Top Tower ist unter Attack. Naja, gibt gut Bonusgold. Roshan wurde somit contested. Wer hat denn das gerade gegrabt? Ich konnte gerade nichts verfolgen, weil ich echt gerade betrunken habe. Under attack. Errors. Okay, are fortified. Also wenigstens haben sie das Aegis gekriegt. Und somit müssten sie ein bisschen stärker dastehen. Mask of Madness fertig auf Ace. Und Ace hat richtig gute Items. Sie haben sogar noch einen Gem of Truesight on top. Und selbst Crit hat seinen Blinkdagger. Also man sieht. Durch diese Map Control, dadurch, dass diese Tower sich alle fallen, kriegen selbst die Supports eine Menge an Items. Wir haben sehr viele Blinkdagger jetzt auf Meteor Maker Seite. Also 2-3, 2 Core Steps, also eine Menge Mobilität. Und Mini muss aufpassen. Na, das reicht nicht ganz. Traut sich nicht. Okay. Achso. Ich kann natürlich auch die anderen Items mal durchgehen. Sehen wir nicht so viel. Das Orchids eigentlich nur von Honey. Viel mehr ist da nicht passiert. Also im ersten Game steht Fnatic nicht ganz so stark da. Jetzt wahrscheinlich ein Smoke Attempt. Haben sie einen Smoke dabei? Nein. Jetzt kommt aber der Jump. Das war auch eine Illusion. Und die investieren da so viel an den Quatsch. Das war gar keine Illusion. Aber der hat eine Illusion gegrabt. Oh Gott. Und Crit hat
die Ulti, den Storm wurde von Honey geklaut. Jetzt kommt aber der Missile auf Unicorn und die versuchen da Damage anzubringen. Doom ist da, aber der wurde rausgeforst. Somit geht Mini down, ist da Insel im Fokus drin. Und Exist. Oh, der hat sich da rausgeforst. Aber der war gedustet. Ja, von daher wusste er nicht, was man sagen. Vielleicht hätte er einfach hier so rausforsten sollen. Hätte er so den Path nehmen können, eventuell. Radiant's bottom tower is under attack. Ist aber so nicht passiert. Somit für Fnatic zwei wichtige Kills has fallen. Und ein Tor. Hey, wieso nicht? Kleiner Comeback hier. Noch nichts Offizielles, würde ich behaupten. Denn wenn wir uns die Grafen anschauen, oh. Es geht ein bisschen runter, aber es ist nicht so viel. Überall wird hier geblinkt auf der Map. Schon steht sich an. Und ich finde, Fnatic sollte auch jetzt wieder das Aegis benutzen, einfach um einen Fight zu forcen. Allerdings sollten dafür die Ultis ab sein. 34 Sekunden nochmal auf Trixie. Vorher müsste Honey auch nochmal, glaube ich, reingehen, wenn er keine Reaktion findet und wann die Illusion. Die nächste Runde spawnen erst in 1,5 Minuten. Von daher wird sich da jetzt nicht viel entwickeln. Und Fnatic entscheidet sich einfach jetzt mal zu farmen. Und dieses Farm-Game macht Unicorn gerne mit. Der hat da kein Problem mit. Hat das Ethereal Blade fertig. Und ich weiß gar nicht, ob wir das gerade schon zum Einsatz gekriegt haben. Ich hab's nicht gesehen. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, Unicorn ist einfach rausgegangen. Stimmt, der war gedoomt. Quatsch. Da kann nicht viel passieren. Ja, ein Point Booster. Zumindest auf Notail. Also der Kerl ist richtig arm. Der muss irgendwas spielen, was Microt, Mann. Ohne Scheiß. Kommt er viel besser zur Geltung, der Typ. Und diese Mask of Madness ist einfach relativ cool. Damit kann man einfach das zuzünden, wegforcen, Mask of Madness währenddessen an. Und ja, die Range ist so immens groß, wie man einen da zurückzieht. Ist echt cool. Basher auf Error und das wird wahrscheinlich ein Abyssal Blade. Ich würde mir vorher vielleicht noch ein AC wünschen, das wäre noch ganz cool. Desolator tut dem Helden auch ganz gut. Aber Abyssal Blade würde es auch tun. Boah. Entschuldigung. Ja, und Honey, also allgemein Fnatic, beobachten jetzt gerade so ein bisschen Meteor Makers und versuchen da irgendwie was passieren zu lassen. Jetzt hier wieder der Illusion Bait von. Von Morphling, von Unicorn. Naja, jetzt wissen sie es, dass es nur eine Illusion ist und die entscheiden sich zurückzugehen. Einfach nicht zu viel Zeit zu wasten und es war halt relativ offensichtlich, weil es war keiner auf der Map von Fnatic und naja, es war nicht der optimale Zeitpunkt. Scheint sich auf den Forstaff hinzubewegen. Das heißt, noch mehr Mobilität. Smoke by Meteor Makers. Das muss ich gleich ein bisschen im Auge behalten. Vielleicht sogar noch ein Ethereal Blade auf Mini? Ich weiß es nicht. Wäre auf jeden Fall eine interessante Wahl. So. Selbst Meteor Makers findet jetzt hier mit dem Smoke nichts. Und Fnatic bunkert sich gerade ein. Man ist da relativ vorsichtig, was solche Sachen angeht. Ich wollte natürlich jetzt hier nicht unnötig sterben. Das Aegis läuft aus und zwar genau jetzt. Wow. Da kommt die Region von dem Aegis. Zumindest. Era zumindest voll Mana. Aber das ist das Einzige, was sie rausgeholt haben und das ist halt richtig eklig. Nächster Roshan steht an. Ja, in eventuell 5 Minuten. Vielleicht auch nur in 2. Wer weiß. Dire's top tower is under attack. Irgendwie, das Positioning ist ganz kurios hier von Fnatic. Die warten die ganze Zeit auf, also sind abfangbereit, aber relativ passiv auch damit. Wollen keinen Dire's Fehler begehen. Top tower is under wissen attack. Ganz genau, ein Fehler jetzt kann Game sein. Shivas ist fertig für Trixie. Das heißt, somit ist er relativ tanky und der muss an die Front. Der muss definitiv an die Front. Hat er jetzt vielleicht mal. Ja, jetzt hat er einen Zentraumstand, also Warstop hat er. Und somit hat er auch einen guten
Dyer's top tower hat das gesehen. Oh, der EMP. Aber das interessiert einen Lycanthrop eigentlich nicht, so wie ich es vorhin angesprochen habe. Jetzt kommt das Doom hier auf Unicorn und jetzt muss der Damage ankommen. Oh, gutes Epicenter hier von Mini. Allerdings nur einer im Viral Strike drin und somit kann Era noch einiges an Damage anbringen. Mini ist on the run. Sandstorm ist Cooldown und der wird gerade geduped. Der Scope Scepter hilft auf jeden Fall. Jetzt ist der Barrel Strike da. Honey versucht nochmal hinterher zu jumpen, schnappt sich dann aber letztendlich doch noch Ace und das Gem ist auf dem Boden. Einer ist tot hier von Meteor Makers. Wir sehen hier echt krasse Fights und da fallen immer nur so ein, zwei Leute. Das ist echt... Was ist das? Das kenne ich nicht. Normalerweise ist es dann, oh, cool, Team-Vibe und so, aber hier ist es echt nicht der Fall. Und mit dem Gem, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Gewinn. Ich glaube nicht, dass es geplant war, dass die dann auf Ace einfach den Fokus umspringen wegen dem Jam, aber es ist einfach ein netter Nebeneffekt. Und Roshan, der Timer zeigt uns gleich, wann der nächste Roshan wieder da sein wird. Ich hoffe, es ist nicht allzu lange. Na, komm schon. So, oh, der ist gleich wieder da. Und das wird gleich dann auch gespottet mit dem Wolf. Ja, da ist er schon wieder. Relativ schnell gespawnt. Und Fnatic weiß Bescheid. Jetzt wissen sie Bescheid. Jetzt kam gerade der Blink raus. Yasha fertig auf Unicorn. Also Farm hat der Junge. 244 CS nach 33 Minuten. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Das ist doch schon eine Menge Holz. Und mal schauen. 192 auf Era. Und jetzt wird Roshan angegangen. Das weiß Meteor Makers nicht und sonst würden sie jetzt Roshan has fallen to the dark. Dire's top tower has fallen. Zap. Roshan geht an Honey mal wieder. Somit wieder die klügere Wahl, finde ich, weil Lycanthrop braucht das nicht unbedingt, um irgendwie Damage anzubringen, aber ein Storm kann ganz schnell gecatcht werden mit diesen ekligen Spells, die sie alle da haben. Lasso, Telekinesis, Barrel Strike. Aber das Linkens ist gleich fertig. Und das hilft ihnen auf jeden Fall eine Menge weiter. Gibt eine gute Mana-Rack, gibt eine gute Health-Rack. Und ja, einfach dieser Effekt ist auch da. Und seitdem man das, diesen Linkens-Effekt auch auf seine Mates geben kann, finde ich das relativ cool. Also man nimmt das zwar dann für sich selber runter, aber so hat dann jemand anders einfach das Schild. Ist auf jeden Fall eine gute Sache. Cheese ging diesmal in Error, das war nämlich schon der dritte Rush. Und somit wird unten der Tower angegangen. Fnatic hat Radiance Bottom Tower ist wieder ins Game reingefangen. Radiance Structures are fortified. Relativ groß, was Meteor Makers angeht. Und Unicorn pusht oben. Dyer's Top Tower is under attack. Auf dem Weg nach unten. Und oh, da kommt ein sehr großes Barrel Strike. Epicenter Combo von Mini hier, aber es reicht wieder nicht. Nur Crit ist down gegangen. Und ja, BKB Dyer's ist top tower is under attack. Radiant's bottom tower hat sich entschieden, da wegzugehen. Das war dumm. Das war relativ dumm. Er hätte einfach weiter pushen sollen. Einfach mehr Druck aufbauen. Das sind immer diese kleinen Mindgames und die muss man gewinnen. Dyer's top tower is under attack. Würde ich behaupten. Denn befürchten muss er da oben um nichts unbedingt. Dyer's Middle Tower is under attack. Manta ist auch noch da. Es gibt auch noch so einen kleinen Escape-Mechanismus in gewissen Fällen. Zum Beispiel gegen den Ensnare oder so. Tja, keine Ahnung. Das Net Worth ist auch extrem krass. Unicorn ist hier an der Spitze mit 19.000. Dann haben wir gefolgt von Era mit 17.000. Also der hängt ein bisschen hinterher. Dann kommt Trixie mit 13.000 und dann kommt Honey mit 12.000. Also vom Networth her schlagen sich Fnatic auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ist nur die Frage, können sie den Morphling schnell genug down kriegen? Das ist hier die Frage. Denn theoretisch, selbst wenn ein Morphling scharf angegangen wird, dann müsste schon Doom drauf. Da müsste irgendein Stun drauf und dann kann er sich nach dem Duel noch hochmorphen, wenn sie ihn nicht töten. Und ja, Morphling kann dann einfach mal so 3.000, 4.000 HP haben, das ist schon relativ krass. Ist halt schon schwer, so einen Morphling zu töten. Naja, das haben halt so ein paar Carries an sich.
Annie hat jetzt das Linkens fertig. Das ist doch ein relativ passives Bild. Aber der hat auch nicht so einen guten Start gehabt, der Kerl. Von daher, Smoke by Fnatic. Die wollen unbedingt was passieren lassen. Trixie hat das Schiefers, aber der muss doch noch irgendwelche Items haben. Der hat jetzt gerade mal 200 Gold. Ah, der geht BKB. Okay, alles klar. Dann kommt der Pickoff, Link gerade raus, ja, ja. Aber Honey geht da hinterher und jetzt muss er aufpassen, dass er nicht out of position ist. Da kommt eine gute EMP-Tornado-Kombo und das saved Event, nee, ja, Orchids Effect reicht einfach von dem Storm und somit Ownage jetzt für Fnatic. Also die finden langsam aber sicher gute Pickoffs und finden sich wieder ein bisschen ins Game rein. Es dauert aber noch, es dauert wirklich noch. Late Game zählt eigentlich sowieso nur noch Gold. XP ist da nicht ganz so relevant. Aber noch sind wir nicht ganz im Late Game angelangt. Deswegen müssen wir auch ein bisschen XP Advantage kriegen. Aber egal wo Era ist, der farmt einfach so schnell. Man sieht es hier gerade, farmt er auch zwei Spots. Schon krass. Viel Geld, was in seine Tasche geht. 2500 Gold wieder auf ihn. Und jetzt würde ich mir wirklich einen Abyssal Blade oder ein AC wünschen. Das wäre auf jeden Fall hilfreich. Notel hat das Aghanim Scepter zumindest. Wow, okay, cool. Die kleine Ulti hier. Ich glaube, die Ulti wird dadurch auch, also die Cooldown auch reduced. Ist das richtig? Nee, wird nicht. Okay, also dann ist sie einfach immer bei 40 Sekunden und von daher kann man die ab und zu mal benutzen. Das ist kein Problem. Crit. Tja, hat auch noch nicht so die Items. Hat zwar seinen Blinkdagger und Four-Step, das ist auf jeden Fall eine gute Basis, aber man wünscht sich gerne noch sowas wie ein Hex oder so. Aber, naja, es ist halt ein Hard-Support. Was will man da erwarten? Nicht viel. Unicorn schon wieder 3500 Gold. Vielleicht ein Butterfly jetzt, um die Agilität noch mehr zu pushen. Vielleicht jetzt ein Skadi. Das wäre auch eine Möglichkeit. Vielleicht sogar Lifesteal, Manta. Alles möglich. Und Fnatic, glaube ich, gesmoked? Nein. Aber zu 5 unterwegs. Und die wollen was passieren lassen. Diese Pickoffs haben bis jetzt immer gut funktioniert. Und jetzt wird gejumpt. Da haben sie einen guten Ward gehabt hier und Mini wurde da auf Guard erwischt und der geht nochmal down durch das Orchids-Effekt. EMP trifft da noch so ein bisschen, aber ja, Meteor Makers ist jetzt on the run und der Rest kommt noch raus, Gott sei Dank. Das war schon relativ krass, knapp. Wie oft habe ich heute eigentlich relativ gesagt? Ich glaube, ich wäre schon Millionär, wenn ich jedes Mal einen Euro ins Glas schmeißen würde. Das ist mein Lieblingswort heute. So, kümmern wir uns mal um den Chat. Ja, ja. Klassischer Burst Strike, ja. Mini halt. Mach das mal ganz gerne, sowas. Also das Game scheint relativ lange zu gehen. Vermute ich mal. Und das wird halt dann interessant. Im Late Game skaliert der Lykantrop nicht mehr so gut. Der kann zwar noch gut pushen, das ist aber alles schön und gut. Dennoch, um mit einem Morphling mitzuhalten, müsste man dann wirklich auf pure DPS-Items gehen. Und ja, weiß ich nicht, da muss man theoretisch auch immer das Bletz verkaufen, das Nekobook und so weiter und so fort. Aber selbst dann ist es schwer mit zwei Minuten Morphling. Man sieht jetzt schon, der hat 31 Armor. Also ob du jetzt ein AC kaufst und einen Desolator und weiß ich nicht. Oder irgendwo fällt ein Sack Reis rum, das ist eigentlich scheißegal. So. Der hat so viel Armor, da erstmal dran vorbeizukommen, das ist ultra, ultra schwer. Haste by Crit. Aber dieses Positioning gefällt mir einfach immer. Suchen sich Pickoffs und dann positionieren sich einfach so gut, dass sie abfangen bereit zwar sind, aber sie stehen passiv da. Und
Sobald da irgendwas kommt, ein Crit, ey. Läuft hier die ganze Zeit mit der Haste rum. Und, ach Gott. Ein gutes Warding auch von beiden Seiten, das muss ich ehrlich sagen. Dieser Ward war extrem gut. Und, ja, die Wards hier gefallen mir auch. Eine Susanne von Ace und der versucht da irgendwas zu graben, aber da ist einfach nichts. Die spielen so passiv, das ist echt eklig. Unten wird währenddessen die Lane einfach ausgepusht und ja. Honey geht jetzt aber ganz weit rein und zwar Ace, aber der kriegt ihn nicht. Ausgeblinkt. Und Illu, ne? Ja, das war eh nur eine Illu. Oh Mann, das ist so mies. Diese Mind Games hier. Da haben sie Mini. Ah ne, das war Mini selber, der geblinkt hat. Hat selber jetzt Boots of Travels. Ich weiß nicht, ob das so das coole Item war. Keine Ahnung. Wenn man da keinen speziellen Move mitmacht, dann ist es eigentlich relativ wertlos auf den SK. Denn sowas wie ein Veil of Discord oder Aghanim's Scepter oder hat einfach viel, viel mehr Effekt. Und selbst Trixie wird jetzt langsam Angst einflößen. Also wahrscheinlich geht der auf den AC. Und Abyssal Blade ist fertig auf Era. Dann würde ich mir nochmal einen Desolator auf Era wünschen. So, das wäre relativ cool. Vielleicht dann danach noch irgendwie Boots of Travel. Ja, und das Problem ist, Exist hat halt Quasvex Bild genommen. Und ja, das macht eigentlich so ziemlich jeder, weil es effektiv ist und so. Nichtsdestotrotz schwächt es jetzt um diese Zeit Events ab. Das ist einfach ein Damage, der gar nicht mehr relevant ist. Gerade gegen BKBs sowieso nicht. Aber selbst ohne BKBs kratzt das eigentlich so ein Trixie überhaupt nicht. Oder ein Error, wie auch immer. Der Mana-Pool ist hoch genug. Die Lives sind auch hoch genug. Da kann nicht viel passieren. Ja, mit Exort ist man auf jeden Fall stärker im Late-Game. Und Exis sieht das jetzt auch. Lässt 4 Punkte im Quast drinne und dann skillt er jetzt das Exod hoch, das muss auch unbedingt kommen. Meteor-Kombo mit einem Deafening Blast wäre auf jeden Fall eine coole Sache, macht noch einiges an Damage noch zusätzlich dazu, also wenn man Tornado EMP rauskriegt, dann Meteor plus Deafening Blast, dann ist es doch schon ernstzunehmender Damage, aber so weit muss man erstmal kommen, dafür braucht der Junge noch ganze 5 Levels, bevor der erstmal dahin kommt. Und jetzt guter Smoke Gank hier von Meteor Maker. Spirit Strike löst das Linkness aus. Jetzt kommt Crit und Telekinesis zurück. Ace hat hier auch nochmal was drin, aber der wurde instant geswappt. Wow, Honey. Oh, und alles hier durcheinander. Mein Gott, was wird denn da angegangen? Und zwar jetzt kommt das Epicenter gerade. Jetzt 2 Leute tot, 3 Leute tot von Unicorn ist sogar tot. Wow, krass. Error ist am Chasen hier, genauso wie Honey. Holen nochmal die Kills. 4 Leute tot von Meteor Makers und Axis hat einen Buyback. Der wollte noch mal irgendwas passieren lassen. Vielleicht kriegt er noch mal irgendwo einen Pick-Off. Roshan ist wieder. Oh, EMP und Trixie geht down. Nice. Radiant's top tower und ist zumindest da so den Kontakt-Kill und jetzt Error. Ulti ist wieder ab. Cooldown ist auch einfach. Krass heftig. 40 Sekunden auf Stufe 3. Das heißt, die hat man eigentlich so ziemlich immer parat. Und jetzt kann er einfach Roshan machen, muss nichts befürchten. Honey ist auch noch da, gibt ihm Backup. Das heißt, wir haben wieder ein AX und noch ein Cheese. Also hier werden jetzt die Cheeses gerade gestackt. Und bin mal gespannt, wie das nimmt. Vielleicht sogar Honey so auch noch, damit er besser fighten kann. Und wenn ich das richtig verfolgt habe, war gerade Honey wirklich in den Lasso drin. Und Fly hat einfach gut reagiert. Er hat einfach instant geswappt, somit das Lasso gebrochen. Und somit war eine Ulti einfach nutzlos, total nutzlos. Ja, das ist einmal diese Erfahrung von den Spielern und immer eine Sache der Mechanics. Roshan has fallen to the dark. Aegis geht Immortality an. Cheese genauso. Vielleicht gibt das ab. Vielleicht nicht, aber er blinkt gerade irgendwo hin. Boah, so schnell kann ich mir der Kamera gar nicht folgen. Ja, finde nichts.
Aber Ace war da irgendwo. Tja, ich weiß nicht, wie Unicorn gestorben ist. Ich habe es in diesem Getümmel nicht so gut beobachten können. Flames auch noch auf dem Bild gehabt. Aber eigentlich ist er so tanzen. Wahrscheinlich hat er einen Doom abgekriegt. Aber so darf das so nicht passieren. Skadi ist fertig für ihn. Und umso später das wird, umso stärker wird dieser Morphling. Aber man hat halt einfach einen Lykantroph mit Storm und einen Doombringer. Und das ist das Problem an der Sache. Die anderen Helden von Meteor Makers geben nicht mehr so viel her. Schauen uns mal die Levels an. Sehen, Morphling hat sogar schon fast Level 25. Also der hat seine Arbeit auf jeden Fall gut gemacht. 450 CS, also eine Menge Farm. Das ist wirklich krass. Ich zeig mal gerne die Lassets an. Und die Graphen nochmal. Ist natürlich interessant, aber es bleibt immer die ganze Zeit auf diesem Level. Das ist echt krass. Dieser Advantage ist da von Meteor Makers, aber der bleibt immer auf diesem Level. Egal wie viele Pickoffs Fnatic macht und egal wie viele Teamquests sie gewinnen. Das ist so krass. Ich meine, goldtechnisch geht es ein bisschen zurück und das ist eigentlich auch am wichtigsten. Aber XP-technisch ist es halt immer noch so, dass die ja so einen krassen Lead haben. Oh, Honey geht da rein und zwar auf Crit und Crit geht instant down. Hat auch das Hex fertig. Radiant's middle tower is under attack. Tower in der Mitte. Oh, Honey geht da wieder rein und jetzt das Orchids, aber das Manta debufft und jetzt ein Epicenter, aber nur auf Honey und somit muss er sich zurückziehen. Der Barrel Strike kann natürlich nicht latchen wegen dem Linkens. Der hat das gar nicht benutzt. Mini, ey. Macht Mini denn, Mann? Man sieht, was allein schon nur die Illo von dem Morphling haut, ne? Ist echt krass. Honey geht da nochmal rein, Hex of Exist, aber kein Follow-up. Fly ist noch nicht Level 16, sonst hätte er ihn eventuell swappen können. AC fertig auf Trixie. Das heißt, noch mehr Teamfight-Potenzial, was die physischen Attacken angeht. Und ja, Fnatic entscheidet sich anscheinend unten einfach die Lane auszupushen erstmal und dann weiterzuschauen. Vielleicht sogar reinpushen. Ich meine, die haben immer noch zwei Cheese, wenn ich mich nicht täusche. Aegis ist da. Und ja, ein Cheese hat Fly, das andere hat Era immer noch. Ich glaube, das ist bei Schimmelkäse. Haste. Und. Ah, wahrscheinlich dauert noch einiges, okay. Eventuell könnte man dann sogar noch ein drittes Cheese, aber wie viele Cheese brauchen die, um ein Game zu gewinnen? Das ist hier die Frage. Normalerweise müssten zwei locker ausreichen. Ich meine, das sind, wenn man es richtig einsetzt, drei Aegis. Und jetzt wird oben contested. Dire's Top Tower is under attack. Das zieht sich vorsichtig zurück. Gibt also jetzt vielleicht einen Shivas? Ah ne, das haben wir ja schon auf Trixie. Was könnte man da jetzt noch kaufen? Ich bin gerade am überlegen, ich schau mal in den Shop rein. 3200 Gold für ihn. Bloodstone wäre jetzt ein bisschen unnütz. Fällt jetzt wirklich ein? Keine Ahnung. Roots of Travel auf jeden Fall könnte man machen. Aber das ist auch nicht mehr viel. Vielleicht ist Scuddy noch. Scuddy war gut. Honey verfolgt da Ace ganz weit. Aber selbst der hat einen Lingens. Nichtsdestotrotz konnte er es triggern. Das ist eine Ziel. Und somit kriegt Notary mit dem Eisbett zum Kill. Gem ist gedroppt. Notary wird sich schnappen. Und dann schnell Land gewinnen. Wieder mal ein guter Pick-off hier von Fnatic. Meine Güte. Dieses Game ist. Schlaucht. Erst mal eine lange Pause und jetzt. Dieses, ja schon fast China-Dota-Gaming hier.
Naja, manche Games sind halt so. Kann man nichts machen. Dann kommt man dann auch mal irgendwann in die 50. Minute. Was eigentlich noch gar nicht so spät ist, da kenne ich noch Schlimmeres. Und jetzt wird mit angegangen. Komm, einer ist tot, vier Cheese, zwei Cheese und ein Eiges habt ihr auch noch. Das ist abgelaufen. Das ist abgelaufen gerade. Ja. Radiant's Middle Tower is under attack. Oh, und Honey ist da ganz weit drin, hat gerade mini gehackt und versucht dann noch ein bisschen an Damage rauszukriegen. Aber der Physical ist einfach zu stark von Unicorn und das benutzt jetzt Ace richtig gut. Ah, da kommt das Ethereal Blade nochmal auf frei. Der hat nämlich das Lasso gerade unterbrochen und Trixie ist da jetzt ganz weit drin. Honey kriegt nochmal ein gutes Epicenter ab. Diesmal hat das Mini richtig gut gemacht und jetzt ein Fnatic on the retreat. Die haben da keine Lust mehr drauf, so weit zu kämpfen. Haben theoretisch noch einen Cheese, Gem of the True Side geht down und selbst mit dem Doom, das interessiert Unicorn einfach nicht. Der läuft einfach hinterher, haut die Leute in Scardy Slow rein und gibt ihnen einfach den benötigten Damage. Error, TP sich gerade raus und Trixie wird auch mal gecatcht. Vier Leute tut jetzt für Fnatic und das trotz Aegis und zwei Cheese. Ich weiß nicht, wie viele Cheese die benutzt haben und Error hat gerade einen Kill geholt auf Mini. Oh. Das war nicht so cool. Ne, was war hier ins Gucken? Wurden alle Cheese benutzt? Eins ist noch da, und zwar auf Error. Gut, der ist aber halt auch nicht gestorben. Aber Fly hat sein Cheese benutzt, das Aegis wurde getriggert auf Honey. Und Honey war einfach zu greedy, der ist hier reingesprungen. Dyer's bottom tower is under attack. Total unterschätzt. Das war einfach Dyer's structures are fortified. Somit fällt der Tier 3 und das können das sind Dyer's definitiv die Tower has das kann man viel machen. Wahrscheinlich werden sie jetzt einfach in die Mitte Dyer's mutieren und auch nochmal die Rex hier. Und sie priorisieren sogar jetzt die Tower und die Mini-Rex gegen die Range-Rex. Das haben sie gut gesehen, weil die Creeps Dyer's middle so fett has fallen. Da gerade, dass sie alleine den Job machen. Mitte geht auch down und das sieht gut aus für Mitchie Makers. Wow. Geht auch noch down. Da sieht man, was die Illusions eigentlich für einen Damage haben. Das ist echt krass. Und das Ganze geht auf, ja, auf Kosten von Honeys schlechten Movement da gerade. Das war gerade Game. Wahrscheinlich. Theoretisch ist da auch noch eine Möglichkeit, einfach in die Mitte durchzugehen. Aber das Ganze wird jetzt erschwert. Oben sind nochmal die Forge Spirits, die auch noch ein bisschen pushen. Oh, wir schaffen es. Nein, wir schaffen es nicht. Ach, jetzt entdeckt die erst, dass da ein Gem liegt. Lol. Oh man, der lag da die ganze Zeit in der Base. Er hat Uniform an oder ist das Crit? Ach, das ist Crit. Das sieht auch so cool aus. Und das Coole an dieser Lykantroph-Ulti, wenn Crit die klaut, der behält trotzdem noch seine 600er Range. Das heißt, der haut in der Range-Form mit Crits zu. Das ist so lustig. Aber Crit hat halt einfach nicht die Items, um irgendwie da ernsthaften Damage anzubringen. So, jetzt muss ich Meteor Makers zurückziehen, weil die wollen nicht, dass hier irgendwie in der Mitte gepusht wird. Fnatic muss sie jetzt auch erstmal versammeln. Scheint doch mal ein Shivas zu werden, vermute ich mal. Was anderes kann man nicht aus dem Mystic Staff noch bauen. Das wäre ja sinnvoll. Strike hat nochmal Roshan gescoutet. Und er will auf jeden Fall diesmal contested werden von Meteor Makers. Vier Roshan hat Fnatic schon mal einfach so gekriegt. Und da muss man immer überlegen, wie viel Advantage eigentlich Fnatic durch diese Roshans geholt haben. Ich meine, die sind nicht gut durchs Spiel gekommen, aber die haben da eigentlich nur Mist mitgebaut. Mit den Aegis und den Schienen zu kommen. Das erste haben sie nicht benutzt und all solche schönen Geschichten. Ja, Crit findet eine Double Damage, nimmt sie aber nicht. Exist nimmt die? Nee. Wobei Unicorn nimmt sie natürlich. Okay. Macht Sinn. Und jetzt, das ist ein guter Smoke Attempt, einfach jetzt hier durchpushen. Fertig machen. Aber ich glaube, Fnatic riecht das. Error ist schon mal zurücktippet. Und ja. Ich glaube, hier sehen wir jetzt gleich die Game-Entscheidung. Wer den Teamfight jetzt hier gewinnt. Und zumindest wenn Meteor Makers das gewinnt, dann gewinnt er auf jeden Fall. Und BKB ist an von Unicorn und der geht da jetzt ganz weit rein. Rechts klickt ihn einfach Fly. Aber Fly lebt noch und jetzt hast du Lasso hier auf Trixie. Aber Trixie ist so tanky und Unicorn geht jetzt auch noch down. Wow! Krass, Fly ist hier im Buyback und Axis hat irgendwie Damage versucht anzubringen an den Rexes. Der eine Rex ist down gegangen und Crit ist on the run.
Ace ist down gegangen. Sind da Buybacks? Ace hat keinen, Crit hat keinen, also muss er überleben. Unicorn hat einen und das ist wichtig. Das Duking möge beginnen. Blinkdagger gegen Blinkdagger. Na, jetzt kauft er sich aber ein TP. Trixie hat auch schon abgelassen. Viel wichtiger ist es jetzt zu pushen, als so einen blöden Supporter hinterher zu laufen. Ja, also, zumindest aus dem ganzen schlechten Teamfight haben sie die Rex einfach als Main-Ziel gesetzt. Und ja, haben sie down gekriegt. Somit wird Fnatic immens unter Druck gesetzt, also noch zusätzlich. Wir waren ja so schon unter Druck. Und Era hat sogar einen Butterfly. Und das ist eine sehr, sehr gute Wahl. Relativ unüblich auf Stärke Carries, aber Radiance gegen Morphine Barracks are under attack. Und der hat einen AKB und da kommt ein Barrel Strike. Trifft nicht, aber das Telekinesis trifft. Nichtsdestotrotz ist es egal. Oh, nein, die geht da jetzt rein. Hat er jetzt hier einen Hex raus auf Exist? Nee, Quatsch, auf Crit und somit einen Double Kill für Honey. Nice. Sehr gut gemacht. Und Unicorn ist im Buyback drin. Mini versucht da irgendwas abzukriegen, aber der hat keinen kein Epicenter. Und das ist das Problem an der Sache. Jetzt hat er es gleich fertig, wurde gerade gesilenced. Unicorn muss da aufpassen, dass er jetzt nicht mal stirbt, sonst könnte das nämlich Game für Fnatic sein. Also es sieht relativ spannend und eben noch hier aus. Nur muss sich Fnatic jetzt... Oh, was ein Epicenter hier von Mini! Wow, alle fünf drinnen! Und das Barrel Strike hat einfach sehr gut ergänzt. Und Unicorn versucht jetzt hier nochmal Damage anzubringen und schafft es auch noch. Wow, Mini, richtig gut diesmal gespielt. Diesmal muss ich ihn loben. Und Era versucht dann noch irgendwas zu machen, aber kann er nicht. Und das einfach, diesen Teamfight zu gewinnen, hält Fnatic davon ab zu pushen. Und sie waren da kurz off guard, haben sich einfach. Aber Era und Honey haben sich. Zumindest Honey da Buyback. Und jetzt wollen sie nochmal Unicorn haben. Und der hat kein Buyback mehr. Das ist immens wichtig. Das Zoom war da. Und somit konnte er sich noch hochmorphen. Richtig wichtig. Und jetzt einfach Mitte durch. Fnatic. Ihr könnt das. Go, 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 go. Einfach nur Mitte durch. Nein, nicht diese Gebäude, sondern diese Gebäude hier. Das hier müsst ihr killen. Nichts anderes. Sie versuchen es, aber sie werden delayed von Mini und das Zoo ist auch nochmal da auf Honey. Aber guter Stomp hier von Trixie, hält somit Ace in Position. Shivas kommt nochmal raus, Damage reicht. Nichtsdestotrotz, Honey geht down und hat kein Buyback. Jetzt wird es richtig bitter. Ein bisschen Blade reicht aber nicht ganz. Oh, und das ist das Hühnchen. Oh Gott, Dire's Middle Tower is under attack. Tja, und Sunday haben wir Storm Spirit. Ja, die haben Mega-Creeps, ne? GG ist gecallt bei Notem, ja. Boah, 60 Minuten Game. Das war Game Nummer 1, Leute. Folgt noch eins. Also, nicht vergessen, nicht dran, auf jeden Fall dranbleiben. Ich hoffe, ihr seid nicht eingeschlafen, weil teilweise war es doch schon ein bisschen ermüdend. Aber nichtsdestotrotz haben wir am Ende doch ein bisschen Action gekriegt. Fnatic war so weit im Rückstand, hat es aber immer noch geschafft, immer gute Pickoffs zu kriegen. Leider hat es nicht gereicht und Meteor Makers einfach solide runtergespielt. Mini ist dann auch irgendwann aufgewacht und hat dann gute Ultis gesetzt. Das war auf jeden Fall auch noch game entscheidend. Hätte das nicht gemacht, habe ich eigentlich Fnatic in der Mitte durchpushen sehen. Und ja, dann hat er so auch einen guten Impact gehabt. Ja, ich muss hier beenden.